Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem Walvideo, was sich wirklich gewaschen hat. Es gibt Buckelwale in GTA 5. Wir können jetzt auch mal dahin gehen. Michael hat nicht mehr lang zu leben. Komm schon. Ja. Fass an, Michael, fass an. Komm hoch mit dir, Michael, Michael. Michael, Michael. Nein, Michael. Du beschissener Michael, Alter. Echt. Ja, ich will euch jetzt einfach mal zeigen, ich habe einen Speicherpunkt erwirtschaftet. Also das heißt, wir können innerhalb von 2 Sekunden zu diesem Punkt gleich zurückkehren. Und zwar, wo gibt es eigentlich diese riesigen, schönen Tiere, die einen wunderbaren Klang machen auf den Next-Gen-Konsolen? Ja, diese Tiere haben eine eigene, ja, Lebensweise sozusagen. Die gibt es an Korallenriffen. Und diese Korallenriffe, die schauen wir uns jetzt mal an, indem wir einfach aufs Spiel gehen. Auf Laden und dann zum Stretch ist raus, 10% Speicherstand zu gehen. Und dann zeige ich euch einfach mal ganz schnell, wo sich dieses Riff befindet, wo es Buckelwale gibt, Orcas und Hammerhaie. Ich glaube, diese Tiere gibt es aber überall, aber hier gibt es besonders viele Tiere. Wenn man dann noch ein Tauchboot hat, dann ist es Hammer. Tauchboot kann man übrigens bekommen, wenn man eine Immobilie am Strand kauft. Irgendwo eine Immobilie. Gibt es irgendwo eine Immobilie? Weiß nicht, wo jetzt genau. Irgendwo hier mit einem Steg. Und wenn man diese Immobilie kauft, dann wird da ein, glaube ich, ein U-Boot gespawnt. Hier, wo diese Straße ist, ganz am Ende der Karte, da wo dieser Schlingen so eine komische Kurve macht, da ist dieses Riff. Und dort befindet sich auch eben. Da befinden sich jetzt hier auch Hammerhaie, das sieht man hier unten. Die haben sich natürlich jetzt ein bisschen versteckt. Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht hier. Komm schon. Sterbt endlich. Ja, wir versuchen jetzt die Tiere abzuknallen, indem wir ein paar Raketen reinballern. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wo sich das Riff befindet. Und da hinten ist auch ein Wal zu sehen. Ah ne, das ist ein. Das ist kein Wal, aber hier gibt es Hammerhaie, ihr seht schon. Da kreucht und fleucht doch einiges. Ich glaube, es gibt sogar noch richtige Kraken. Aber da brauchst du ein Tauch-U-Boot. Und dann kannst du die Tiefen erforschen. Die Tiefen von Los Santos. Was da unten alles noch ist, keine Ahnung. Vielleicht haben die sogar noch so ein Unterwassermonster reingepflanzt. Oh, da haben wir einen Orca, oder? Ist das ein Orca? Komm schon, ich lebe nicht mehr lange. Na, auf jeden Fall war es irgendwas Großes. Haut rein und ciao.